Laden haben wir schon. So, ich glaube, ich werde jetzt auch ja nicht großartig. Jetzt hier war jetzt auch nichts, wo man sagte, hey, jetzt muss ich hier schleichen. Mal hier vorne. Ah, hier ist jetzt nichts zum Aufnehmen, das ist schade. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er jetzt einfach nur, ja, die Szene soll so. Nein, soll sie nicht. Danke. Ich weiß jetzt nicht tatsächlich, ob er jetzt überfrachtet war durch die Außenansicht jetzt hier irgendwie mit dem Nebel und so, weil man merkt halt schon, dass es da ein bisschen unsauberer läuft, das Spiel. So, und als ich jetzt hier hochgelaufen bin, war vorbei der Mai. Hat er gesagt so, ich bin raus. Okay, gut, wir schleichen mal rein. Hotel St. George. Brennt noch ein Auto? Warum auch nicht? Kann man machen. Okay, es führt uns tatsächlich auch dahin. Muss ich denn jetzt hier schleichen? Ist überhaupt was zum Schleichen da? Werde ich wahrscheinlich sehen, wenn es jetzt gleich aus dem Gebüsch stürzt. Oh, ach, der besoffene Kami hatte hier einen Unfall. Schöne Ding. Ist ja toll. Das sieht mir gar nicht ähnlich. Auf dem Weg zum Hotel holte mich die Morgengänge ein. Ich schuldete denen Geld, viel Geld. Ich erinnere mich nicht einmal mehr, wofür ich es ausgegeben hatte. Vermutlich ging es um irgendwelche dummen Spielschulden, die sich immer weiter anhäuften, weil ich sie nicht bezahlen konnte. Ich schickte einen von ihnen zu Boden und die anderen rannten davon. Mhm, okay. So, okay, die Nimm doch! So, komm, beweg dich. Okay, den ersten haben wir. So, und schauen wir mal, wo ist der Rest vom Schützenfest? Haben wir denn hier schön mit? Ach, so ein blödes Rohr, nee, das ist kacke. Nee, ich. Schrot bin ich voll. Bin ich Schrot voll? Also sowas finde ich ja auch sehr unbefriedigend tatsächlich, wenn du halt schon echt mega mau Munition hast irgendwie und dann kannst du noch nicht mal was aufnehmen. Dann bist du voll, weil du 10 Schuss hast. Was für ein Kack. So, wo ist denn der zweite? Da vorne ist der zweite Hampel. Hier vorne hätte ich auch nochmal glucksen hören. So, mein Großer, hast du Bock? Kommst du? Da, nimm die Weinflasche. Na, schade. So, ja. Haben wir dich. Haben wir dich. Okay, gut. Dann kann ich mir jetzt noch die Schrotmunition nehmen. Und dann müssten wir ja weitergehen können zum Hotel. Oh Gott, überall. Da! Ah! So, na dann, auf geht's. So, was haben wir hier? Noch Mülleimer mit gar nichts. Und wir nehmen uns hier noch so einen schönen Schinken mit. Oh. Was ist das? Was macht der? Und wieso? Warum schießt du denn nicht? Versteht es nicht irgendwie. Er zielt und nimmt dann die Waffe mal wieder runter, wenn du abdrückst. Was? Wieso? Ich habe Fragen. Okay, gut. Was haben wir da? Maschinenpistole. Und Mülleimer ist immer leer. Vor Freude werden wir klingeln. So, wir sind da. Hallo. Seltsame Serviette. Warum ist sie jetzt seltsam? Also die ist halt scheiß hässlich, aber okay. Wieso seltsam? Das ist doch nur eine normale Serviette. Kundschaft. So, warte mal. Ich loote mal jetzt hier erstmal, bevor ich jetzt hier irgendwas wieder auslöse und ich nicht mehr looten kann. Ich hatte ihn gefunden. Im Gästebuch des Hotels erkannte ich die Handschrift eines gewissen Striker. Das war er. Ich konnte es fühlen. Der Entführer, den ich jagte. Ich legte meine Schlagringe an und eilte zu seinem Zimmer.
Mhm. Okay. Und Hotelrechnung. Eine Hotelrechnung, die auf den 21. bis 25. Dezember 1928 datiert ist. Single Room, Dinner und ein Telegramm hat er geschickt. Okay. Irgendetwas an dem Namen Ted Stryker kommt mir vage bekannt vor. Klingt wie ein Schläger. Ted Stryker. Oder ein Schauspieler. Hallo, mein Name ist Ted. Ted Stryker. Ach, die Ratten hier, Alter. Was? Oh, der Putz, Alter. Läuft vorbei und der Putz bröckelt von den Wänden runter. So, okay, gut. 301. Hello? Mr. Stryker? So, hier haben wir eine Visitenkarte. David Thornhills Visitenkarten. Karte. Okay, gut. Alles klar. Haben wir nichts. Ich erkenne diesen Raum. Aber dort habe ich sie nicht gefunden. Die Hotel. Ich muss ihm gefolgt sein. Aber wohin? Das war's aber noch nicht. So, was haben wir hier unten? Hier haben wir noch Telefonverzeichnis. DeWitt Boarding School. Okay. Eine Seite, die aus einem Telefonverzeichnis für Geschäfte herausgerissen wurde. Okay, eine Schule. Tallahassee, Florida. Dann heraus. Und da wollte der Entführer damit hin? So. Schriftstück wählen und wir drehen es mal wieder um. Ah, wenn wir eine Kontaktnummer. Den Kontakt. Mrs. Robin. $300 im Jahr. Mhm, interessant. $350 for Kingsport Painting. Deswegen wollte er wahrscheinlich das Gemälde verkaufen. Und. Achso, das hat er schon. Von Hause aus umgedreht oder soll ich es nochmal umdrehen? Ich drehe nochmal um, ist ja kein Problem. Okay, das war jetzt aber noch nicht für ihn. Hm. So, Tallahassee, brauchen wir noch irgendwas zum Hinlegen? Knarren ist auch wirklich sehr, sehr unheimlich. Gibt es jetzt, ja noch irgendwas? Oder soll ich es einfach nur wieder umdrehen? Wie ordentlich machen? Nö. Okay, ich soll das hier. Ah, okay, alles klar. So, warte mal. Thornhill. Und. Warte mal, Tallahassee ist hier. Und da hat er... Das stimmt, er war auf der Flucht. Er hat sein altes Leben in New Orleans hinter sich gelassen, um in Tallahassee etwas Besseres zu finden. Er nahm seine Tochter mit, gegen den Willen ihrer Mutter. Darum hat sie mich angeheuert. Aber ich habe ihn aufgehalten. Bei der Pearl River Bridge habe ich ihn eingeholt. Bei der Pearl River Bridge. Okay. Da will ich einmal Schach. Aha, okay, gut. Oh, so eine Menge Vögel hier, ey. Mein lieber Herr. So, okay, wie kommt man denn da rüber? Kann ich jetzt einfach durchwarten? Ich möchte da nicht durchwarten. Pearl River. Da habe ich sie dann eingeholt. Der Schattenmann wollte, dass ich das hier noch einmal sehe. Aber ich sehe es immer noch nicht. Was habe ich vergessen? Tja, die Ruder. Ach nee, die sind da. Was sollen wir tun? Okay, wir müssen den langen Weg drumherum gehen. Okay, wir schauen mal. Sitzen wirklich eine Menge Vögel da oben drauf. Ja, ich würde tatsächlich... Wir haben ja noch den Kronleuchter. Ich hätte ja nochmal gesehen, wie der Kronleuchter abgeht, aber das ist halt auch ein Kronleuchter irgendwie. Also normalerweise sollte klar sein, drei Schläge weg. Das nehmen... Deswegen nehmen wir mal die Axt noch mit. So, okay, aber wir gehen erstmal nochmal zu dieser ollen, ekligen Hütte da hinten. Diese Grube hier. Im Bayou. Hier jetzt auch nochmal lang, hier jetzt zur Brücke hoch. Aber ich würde ganz kurz nochmal hier vorne hier nachschauen. Vielleicht finden wir hier irgendwas Cooles.
Oder Munition, die wir nicht aufnehmen können oder sonst irgendwas. Mal schauen. Ah, okay, eine Truhe. Munition für Maschinengewehr, das klingt sehr gut. Und da haben wir profanes Totem. Ah, und damit haben wir sie vollzählig. Eine Ziege ohne Hörner. Edward hatte das Flüstern schon seit Jahren gehört. Während er in Brooklyn lebte, kam es nur selten, ganz selten. Wie als er als Kind auf dem Baum im Central Park geklettert war. Oder als er beinahe im Hudson River ertrunken wäre. Als er versuchte, seine verzweifelte Mutter zu retten. Das Flüstern erklang immer häufiger, nachdem er nach New Orleans gezogen war. Blieb aber noch selten genug, um ignoriert zu werden. Während er jetzt durch die Gänge von Del Santo wanderte, weiß er, was nach ihm ruft. Er will es nicht zugeben, aber das dunkle Junge im Wintergarten sagte ihm, dass er ein Opfer bringen soll. Dass er ihr die Capri Sun Corn bringen soll. Was ist das? Ist das eine neue Marke von Capri Sonne? Ich weiß nicht. Capri Sun. Heute nicht. Heute geschlossene Gesellschaft. Bitte gehen Sie. Okay, so, dann müssen wir jetzt anscheinend auf die Brücke rauf. Also ich weiß nicht, dieses verbotene Wissen ist halt so ein bisschen... ich weiß nicht, ob mir das wirklich was bringt. Es sieht schon geil aus irgendwie. Wirklich, es sieht wirklich so geil aus, das Spiel. Es ist unglaublich. Es gefällt mir echt so gut. So, okay, dann werden wir mal die ganzen Rahmen aufscheuchen. Mal gucken, ob wir jetzt... Oh nein, das war die ganze Zeit übersehen. Ach, okay. Okay. Ich habe dich tatsächlich nicht erkannt. Ich sah damals etwas anders aus, nehme ich an. Ist irgendwas davon wahr? Was meinen Sie? Dieser Tag, der... Es passiert so viel. Ich kann... Ich habe wohl den Kopf verloren. Soll ich mich entschuldigen? Ich meine... Es tut mir leid. Ich denke, ich kann das auch nicht erklären. Du bist nur ein Kind, Grace. Es tut mir sehr leid. Ich wollte das alles nicht. Lügen. Mehr Lügen. Nein, im Ernst. Ich dachte, es wäre richtig, dich zu deiner Mutter zu geben. Ich wusste nicht, ich konnte nicht wissen, dass sie sich nicht um dich kümmert. Ich weiß nicht, wie das geht. Was soll das? Eine Art von... Schuldeingeständnis, vielleicht Akzeptanz. Der Schattenmann will es so. Ich schätze, dann sehen wir zu, wie mein Vater wieder stirbt. Du denkst, dass er lebt? Ich weiß es. Er ist da unten, voller Angst, nicht rauszukommen. Dass er wieder mit seiner Tochter ertrinkt. Was sagst du da? Wir müssen ihn retten. Wir? Machen Sie das selbst. Ich bin da unten bei ihm, wie Sie wissen. Schon, ist schon abgedreht, Alter. Kann ich sie wirklich retten? Echt abgedreht. Es ist alles so lange her. Ich muss einen Weg finden, um dort runterzukommen. Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen. Oder? Also, was? Es gab bei dem Haus ein Boot. Dort, wo ich reingekommen bin. Wenn ich die Brücke heben kann, sollte ich zum Auto kommen können. Da habe ich reingekommen. Also, da vorne gab es ein Boot. So, wir müssen die Brücke erst heben, dann kann ich da durch, oder was? Okay. Gut, warte mal, ich schau mal hier vorne. Ansonsten, wir können hier nur anscheinend eine Treppe hochgehen. Mal schauen, ob die Brückensteuerung oben zu finden ist, was eigentlich Quatsch wäre. Aber wir probieren es, Okay. Ist hier irgendwie eine Leiter oder irgendwas? Nee, auch nicht. So, vielleicht aber ein Steuerhaus. Boah, hoppala. Boah, das sieht alles so... Schreit alles förmlich nach frischer Tetanusimpfung. So, okay, wir gehen mal rein. So, das sieht mir nach Steuerhaus aus. Die Brücke muss von hier gesteuert werden. Denn lass uns sie von hier aus steuern.
als würde etwas sie festhalten. Yikes. So, Weg voll. Sehr schön. Wunderbar. Okay, Brücke wird irgendwie festgehalten. Ist sie jetzt überwachsen oder so? Oder. Was? Okay. Okay. Es sind Schranken. Warum? Ich probier mal. Okay. Ja, nicht so hübsch tatsächlich. Okay, gut, aber wir können sie wegschießen. Oh, ein Penner. So. Den haben wir. Ja. Lass mich. Gehen Sie weg. Aua, zu. Mann, Alter. Das ist doch mal eine Luftpumpe. Du sollst zuhauen. Warum haben wir denn keine Axt mehr jetzt plötzlich? Wo ist unsere Axt hin? Wir haben noch eine Axt aufgenommen. Wo ist sie denn? Alter. So, ich wollte mal kurz die Brücke erstmal. So, okay. Was haben wir? Ja. Also, jetzt sollte ich das Boot unter der Brücke durchsteuern. Brücke ist oben? Das ist ja nicht gut. Also, okay, sie ist halt waagerecht hochgefahren. Sah so aus, als wenn die jetzt hier aufklappt. Ja, noch mehr. So, ich müsste doch hier vorne noch runterkommen, oder? Nein, da stehen jetzt Kartons davor. Alter. Wie, ich kann jetzt hier nicht mehr runter? Leute, Leute, Leute. So, wir gucken, ob wir da runterkommen. Es sieht so aus. Ich werde immer noch von diesen Viechern verfolgt. Ich möchte jetzt aber auch nicht so viel Munition für diese Penner verschwenden. Nehmen wir das Boot im Haus und versenken den Rotor. Alles klar. Das machen wir. Wir müssen jetzt also wieder zurück zum Ausgangspunkt. Verfolgt von Nerven und Viechern. So. Gib mir die App. Wie geht's? Das war nicht gerade. Ich hab gerade Knochen hören. Was ist das? Was ist denn bitte? Ich will ja nicht wissen. Ich bin weg. Spring runter. Irgendwas bohrt sich hier durch den. Ah, guck mal, hier ist meine Axt. Er hat's auch nicht genommen, Alter. Warum nimmt er sie denn nicht? Warum hat er denn die Axt nicht genommen? Voll, ich bin voll. Warum bin ich voll? Das finde ich jetzt, kann ich jetzt keine Nahkampfwaffen mehr aufnehmen oder was? So, okay, auf zum Auto. Tiefer See.
kleiner Fluss, meine ich. Wir waren in der Badewanne. Mein Gott, Carnby. Alter. Geht's Ihnen gut? Gehen Sie nicht weg. Was zur Hölle haben Sie getrieben? Was geht hier vor sich? Sehen Sie sich das an. Die Zippe aus der Küche. Tut mir leid, Mrs. Thompson. Ich sollte Sie des Hauses verweisen. Jetzt gehen Sie! Kessellippe für so eine Angestellte, muss ich sagen. Also, ja, ne? Hört's mal irgendwann auf. Hey, Detective. Mr. Carnby. Ich mache mir Sorgen um Sie. Mir geht's gut. Ich muss nur eben kurz durchatmen. Dieser Ort, es sind einige sehr verwirrte Seelen. Was war das denn gerade? Und ich meine nicht nur die Patienten. Ich habe darüber gelesen, dass Dulcetto einen verstörenden Einfluss auf Menschen hat. Das erklärt vielleicht ein paar Dinge. Was? Sie ruhen sich aus, okay? Ich muss einen Weg in Dr. Grays Wohnung finden. Ich will wissen, was er verbirgt. Emily? Kann natürlich sein, keine dass Sorge. Nur Emily in die Wohnung von Dr. Gray kommt. Alles in Ordnung. Seien Sie vorsichtig. Wir kommen gar nicht mit Mr. Khan wieder rein. Okay. So, das war ja ein toller Exkurs. Okay, gut. Carnby hatte ihren Wagen von der Straße gedrängt. Er hatte Grace aus dem versinkenden Auto gezogen, aber ihren Vater ertrinken lassen. Er hätte ihn retten können. So viel Zeit wäre gewesen. Aber er entschied sich dagegen. Stattdessen brachte er Grace zurück nach New Orleans und sammelte seinen Lohn ein. Ja. Okay. Ich suche Cassandras Zimmer. Ist jetzt ein Thema. Wir sind im Wohnzimmer, okay. Wie sieht's aus? Was können wir tun? Wo sollen wir hin? Sollen wir jetzt nochmal zu Cassandras Zimmer? Vielleicht hat sich da was verändert, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann. Ja, ich meine, komm, lass uns mal. Zu. Wir suchen Dr. Gray in seiner Wohnung. Okay, alles klar. Wie kommen wir denn da hin? Okay, warum ist alles lila? Wieso? Warum ist das so? Was? Dr. Gray in seiner Wohnung. Okay, Dr. Grays Wohnung ist hier. Wir können quasi hier einmal lang, Dingstreppe einmal rum und jetzt ist es offen. Okay. Klingt erstmal gut, klingt erstmal leicht, klingt erstmal, als wenn es kein Problem ist. Aber warum ist alles violett? Sehe hier wie die Mächte des Wahnsinns. So, okay, hier ist nichts drin. Ganz schön schnell mit meinem Zeigefinger am Abzug. So, und hier vorne, mal gucken, ob Emily jetzt drin ist. Weil wir haben ja. Detective, bin ich froh, Sie zu sehen. Schließen Sie bitte die Tür ab. Ich glaube nicht, dass Dr. Gray davon begeistert wäre, dass wir hier herumschnüffeln. Was geht hier vor sich? Das fühlt sich alles so seltsam an. Das fühlt sich jetzt seltsam an? Na, die kann man fragen, tatsächlich irgendwie. Oh, okay. Cutscene beendet. Gut, hier. Achso, hier können wir mit ihr sprechen. Hier haben wir was zu lesen. Falsches Buch. Es ist ein ausgehöhltes Buch. Na denn, lass uns das doch mal ansehen. Da muss irgendwas drin sein. Oder müssen wir das... Okay, alles klar. Der Klassiker. Ein Buch. Passt doch da nicht drin, Leute. Was haben Sie getan? Ich habe nur eben die Bücher neu arrangiert. Und was liegt auf dem Boden? Nun kommen Sie, sehen wir uns das an. Ist das ein Medaillon oder irgendwas? Können wir das nehmen? Ja, können wir. Spielzeug-Talisman. Aha. Sauber. Okay, gut, wir folgen gleich Emily. Vorher würde ich noch mal ganz kurz hier in der Ecke noch mal schauen. Aber das war's. Nüscht. Gar niente. Och, so ein Fledermaus hier drin im Rahmen. Das ist aber auch... Das ist jetzt nicht nur ein Schmetterling. Ich glaube, ich fange an zu verstehen.
Dr. Gray arbeitet hier mit einer Art Massenhysterie. Aha. Okay. Können wir in die Kiste? Ja, können wir. Erstes Treffen, Niederschrift. Schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Mr. Hartwood. Ich bin wegen Ihres Bruders Philip hier. Sie haben mich erwartet, nicht wahr? Ja, Sie kommen aus DeSoto, richtig? Das stimmt. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob ich Ihnen oder Ihrer Familie noch helfen kann. Okay. So wie ich das verstanden habe, haben Sie eine lebhafte Fantasie. Sie denken sich so manches aus. Ich schätze schon. Und dann steigern Sie sich da rein. Die Realität verschwimmt mit der Fiktion. Manchmal. Wollen Sie mir vom Schattenmann erzählen? Nein. Nein, will ich nicht. Das ist in Ordnung. Vielleicht können Sie mir etwas anderes erzählen. Etwas, von dem Sie wissen, dass es nicht real ist, aber das Ihnen wichtig ist. Juan? John? Wer ist John? Nein, Juan Luis Jorge. Warten Sie kurz. Hier, schauen Sie sich das an. Ist er der Autor? Es ist ein wunderbares Buch. Es hat mein Leben verändert. Der echte Juan ist schon lange tot, aber ich stelle mir gern vor, er sei mein Freund. Mein allerbester Freund. Verstehe. Machen Sie das oft? Also über Leute fantasieren, über die Sie lesen? Nein. Naja, es gibt noch Jacob. Wer ist Jacob? Schlagen Sie die letzte Seite auf, Doktor. Oh, ein Zeitungsartikel. Der Gefangene aus dem Eis. Jacob van Ostad. Das ist also Ihr guter Freund? Oh nein, Doktor. Ganz und gar nicht. Er ist das Feuer, mit dem man Feuer bekämpft. Ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass Ihre reizüberflutete Vorstellungskraft, Ihre Manie, behandelt werden muss, damit Sie ein normales Leben führen können. Ich weiß, dass Ihre Familie es den Hartwood-Fluch nennt. Aber seien Sie versichert, an Ihrem Zustand ist nichts Übernatürliches. Das ist alles nur in Ihrem Kopf. Und das ist genau mein Spezialgebiet. Eine Heilung ist möglich und zeitlich absehbar. Zeitlich absehbar. Ja, es wird eine Zeit geben, in der wir Ihnen alle Dämonen ausgetrieben haben. Alle Schattenmänner. Yeah! Bitte, Mr. Hartwood, beruhigen Sie sich. Was ist passiert? Oh, zerbrechen Sie sich darüber nicht Ihren süßen Kopf, Miss Hartwood. Ihr Onkel und ich hatten gerade unseren ersten Durchbruch. Okay, Emily ist also anwesend gewesen. Interessant. Die Spuren auf dem Boden sehen aus wie Talisman-Positionen. Aber aus welcher Richtung sollte ich sie mir ansehen? Der Schlangendolch. Eine Monographie von Yael Klein. In Ludwig Prinz' Buch über heidnische Rituale mit dem Titel Geheimnisse des Grabes, übersetzt von Nicolas Wache, finden sich mehrere Verweise auf einen Opferdolch. Der Schlangendolch genannt wird. Lange hielt man dies für eine schlechte Übersetzung des Originaltextes. Dass es angemessener wäre, ihn Wurmdolch zu nennen, in Anlehnung an den lateinischen Vermes cultrum. Das scheint nur sinnig angesichts der jüngst einig festgestellten Erkenntnis, dass der Titel von Prinz' Buch De Vermes Mysteris wörtlich als das Geheimnis des Wurms zu übersetzen sei. Dennoch würde dies Wachis große Anstrengung schmälern, die zugrunde liegenden Bedeutungen der Worte zu übersetzen und verschiedene kulturelle Glaubensinhalte zu enthüllen. Obwohl Prin den Begriff Wurm mit Sicherheit als Symbol oder Synekdoche für den Tod und die Toten verwendet hat, was durch den Inhalt des Buches verdeutlicht wird, sollten wir im Falle des Dolches doch die Übersetzung nicht so hastig verwerfen. Nach dem Lesen der Korrespondenz von Wachi mit seinem Patron scheint es, als hätte Wachi mehr als nur den lateinischen Text vorliegen gehabt. Wachi hatte Prinz Verwandte ausfindig gemacht und mehrere historische Texte finden können, auf die Bezug genommen wird, sowie einen tatsächlichen Schlangendolch. Der Dolch wurde auf die frühe mittlere Dynastie des alten Ägyptens datiert.
und hatte eine so eindeutige Wellenform, dass Vahri sogar überlegte, ihn die sinusoidale Klinge zu nennen. Mit dem Wissen um den gesamten Zusammenhang scheint es nur naheliegend, warum er beschloss, es als Schlange und nicht als Wurm zu übersetzen. Es gibt mehrere Gründe, warum uns diese Wortwahl dabei hilft, die Heiden zu verstehen, die Prinz Buch zu beschreiben versucht. Die symbolische Bedeutung der Form wird offensichtlich, wenn man sich dem Einsatz der Klinge widmet. Im Abschnitt zu Besessenheit und Exorzismen finden wir: Der Schlangendolch vergiftet den Vergiftenden im Opfer und führt so zu Frieden. Wo der wörtliche Text uns sagen mag, dass der Wurmdolch den Dämon überwindet, der das Opfer plagt, so sagt er uns nichts zu dem Grund dafür. Nur, dass der Dolch aus irgendeinem Grund gegen den Dämon gewinnt, als habe er eine bessere Hand im Poker. Vahris Übersetzung erlaubt es uns, der zugrunde liegenden Logik der rituellen Magie zu folgen, die hier durchgeführt wird. Vergifte den Vergifter erinnert an Feuer mit Feuer bekämpfen. Dass der Priester, um den Dämon im Opfer zu verletzen, ihn mit einer Macht bekämpfen muss, die dem Bösen vertraut ist. Schlangendolch ist daher nicht nur eine gute Beschreibung der Form, sondern hilft uns auch beim Verständnis dafür, wie er als nützliches Werkzeug für einen Exorzismus gesehen werden konnte. Den haben wir. Und schlussendlich hilft es auch unserem Verständnis für ihr Verhältnis zum Wahnsinn. Dass er als eine Vergiftung des Geistes verstanden wurde und weniger als etwas, das ihn kontrolliert. Man sollte auch den faszinierenden Fakt festhalten, dass die Besessenen immer als im Kopf und nicht im Herzen vergiftet galten. Der Schlangendolch wurde immer durch das Auge des Besessenen eingeführt. Was zur teilweisen Blindheit führte, sollte er das Glück haben zu überleben. Jawohl, Alter.